Hier fangen wir an. Hier entsteht ein neuer Kaffeeresser Club. Genau. Bei dem Typ. Alter Rennfahrer. Wollen wir mal gucken, was die hier so anzubieten haben. Honda CB 200, CB 250, Baujahr 68, eine 200er Suzuki. Was haben wir hier? Eine 350er vor, umgebaut auf Kaffeeräser. Und hier haben wir noch was versteckelt. Das ist eine CB 400N. Royal Enfield. Hier haben wir auch eine 500er Royal Enfield. Umgebaut. Zurückgepflegte Fußrasten, ein anderes Heck. Ah, eine Royal Enfield als Trail. Hier hinten steht noch eine Norton Rennmaschine. Mit der ist übrigens am Schottenring der Rundenrekord aufgestellt worden 1998 und immer noch nicht gebrochen. Und hier haben wir was. Hier haben wir was zu verkaufen. Auch eine Royal Enfield. 500, Baujahr 2000 oder erste Lassung 2006, ist ein bisschen umgebaut, Amalvergaser, ein Sitzer drauf, ein Gepäckträger, das ist ein hässlicher langer Auspuff drauf, ein kurzes ist aber auch noch da und das Motorrad hat gelaufen, 5700 Kilometer. Und gut, es sind noch alle Originalteile da. Und wir hätten gern 2.999 Euro. Okay, so ein Schnäppchen. Und außerdem, am 21. April haben wir hier eine Motorradausstellung. Und abends bei uns immer ganz cool mit der Riesenparty. Und es spielt die Gruppe Cooldown. Und eine Überraschungsband haben wir auch noch. Also zwei Bands. Also wenn ihr Lust habt, taucht einfach bei uns auf. Okay, und ciao.